Okay, jetzt ist es passiert. Fintech, N26 ist ein Einhorn. Alles klar. Brauche ich noch weitere Informationen rausgeben? Eigentlich nicht, ne? Ja, doch, ein paar vielleicht schon. Also N26 oder Number 26 ist ein deutsches Fintech-Unternehmen, also eine Online-Bank an der Stelle ganz konkret. Da könnt ihr euch auch ganz normal anmelden, Konto anlegen, kriegt auch ganz normale BIC, IBAN-Zahlen, all sowas. Das ist dahingehend eigentlich kein großer Unterschied zwischen den Banken, zwischen diesen Fintech-Unternehmen und halt klassischen Banken. Nur in dem Fall hat Number 26, ich spreche hier Mitte Januar, eine Finanzierungsrunde von 300 Millionen US-Dollar einstreichen können. Und damit steigt das Unternehmen auf Anhieb mit einem Wert von knapp 3 Milliarden, also genauer gesagt 2,7 Milliarden US-Dollar, zu einem der wertvollsten deutschen, ja, Bankenhäuser auf. Fällt damit auch in die Riege der Einhörner. Einhorn bezeichnet an der Stelle im Finanzwesen einfach ein Startup-Unternehmen mit einer Bewertung über 1 Milliarde US-Dollar. Und warum ist das jetzt eigentlich erwähnenswert? Zum einen, weil die Fintech-Branche Deutschland, da schreit ja jeder Politiker gefühlt auch auf Lokalebene danach, wir brauchen Startups, wir brauchen dies und jenes. Aber zum einen, Deutschland ist ein nicht gerade einladendes Land für Startups. Lasst euch das von mir gesagt sein. Ich habe schon zwei Unternehmen gegründet und ich finde nicht gerade, dass Deutschland dahingehend sehr Startup, sehr unternehmerfreundlich gestaltet ist. Also insofern, wir machen es uns selbst irgendwie ein bisschen schwer mit der ganzen Situation. Aber wir haben gut funktionierenden Bereich. Dieses ganze Fintech-Branche ist in Deutschland eigentlich gut am Laufen. Also wir haben N26, wir haben die Fedor Bank, wir haben sonst was für Startups in Deutschland, die in diesem Fintech-Bereich unterwegs sind. Einer meiner Kolumnisten bei socialmediastatistik.de, der ist auch im weitesten Sinne für Fintechs mit zuständig. Also der unterstützt, berät dort und fördert diese Unternehmen und hat mir auch erzählt, dass es davon einige gibt. Das könnt ihr euch auch gerne bei Lennart Fintech und Origins bei dem Quickie nachhören. Ich verlinke das dann auch gerne in den Shownotes, wenn ich dran denke. Und für mich ist es eigentlich nur wichtig, diese Anmerkung, ja, N26 ist jetzt ein Einhorn, also schöne Sache. Mein Weckruf an euch, liebe Online-Gasse da draußen, wäre: Meinung. Fintechs, Startups, seid ihr in dem Bereich unterwegs? Was interessiert euch da? Soll ich da vielleicht auch mal über was anderes reden? Soll ich Lennart vielleicht mal wieder einladen, dass wir ein bisschen fachsimpeln können über Fintechs? Schreibt mir einfach einen kurzen Kommentar. Alle Details finden sich bei onlinegeister.com oder der-seminar.de. Mein Name ist Christian, hat mich gefreut. Bis bald.